Spiel 1 der Dreier-Relegation im Modus Jeder gegen jeden um mindestens zwei Plätze in der Regionalliga Bayern. Der VfB Eichstätt, Vize der Bayernliga Nord, empfängt vor offiziell 1079 Zuschauern den Regionalliga 15. aus Bamberg. Beide haben einen dramatischen letzten Spieltag hinter sich. Die Hausherren huschten durch den Patzer des SC Eltersdorf noch an den Mittelfranken vorbei. Die Domreiter in Violett siegten last minute gegen die Bayern Amateure und sicherten sich so ihren Platz in dieser Relegation. Die Partie begann wegen des großen Andrangs rund eine Viertelstunde später. In einer rund 10-minütigen Abtastphase, in der beiden die Nervosität anzumerken war, erhöhten die Oberbayern dann den Druck. Vorerst kam aber noch nichts wirklich Gefährliches dabei rum. In einer Viertelstunde der erste Auftritt von Lukas Schraufstetter, der sich mit sage und schreibe 5 Buden beim abschließenden 8:2 in Donaustauf und damit insgesamt 21 Einschüssen noch die Torjägerkanone der Nordstaffel gesichert hatte, aber auch sein Versuch harmlos. Der VfB jedoch nun immer dominanter. Nick Leipold legt an einem Konter in der 19. Minute auf für Timo Weglehner, aber Keeper Fabian Dellermann hält die Null fest. Der Nachschuss saust drüber. Der Gastgeber, die ja nur ein Jahr nach dem Abstieg in der Relegation nun auf eben diesem Weg die Chance zur Rückkehr haben, in dieser Phase klar am Drücker. 2 Zeitumdrehungen später die nächste Riesenchance für Pascal Schittler, er visiert jedoch nur die Querlaterne. Der Regionalligist konnte seinerseits kaum für Entlastung sorgen, ganz im Gegenteil hat er Defensivfahrt in alle Hände voll zu tun und profitierte von der mangelnden Chancenverwertung der Gastgeber. Die Viertelstunde vor der Pause dann deutlich ruhiger alles in allem, der 0:0 Halbzeitstand aber schon ziemlich glücklich aus Sicht der Oberfranken. In einer vermutlich deutlichen Ansprache kamen sie auch mit mehr Energie und 2 frischen Kräften aus der Kabine. Am Ende bei dieser Szene noch kein wirklicher Abschluss dabei, aber zumindest mal ein offensiver Ansatz der Domreiter. Nun also die Oberbayern defensiv gefordert. Es dauerte fast bis zur Stundenmarke, ehe ihnen mal wieder was nach vorne gelang. Dellermann geht auf Nummer sicher bei dieser Schussflanke von Schittler. Das dominantere Team aber jetzt schon die Gäste und nach einer Ecke mit der ersten richtigen Chance der Partie, Felix Popp köpft die Kugel rechts neben den Kasten. Der nächste Standard in der 73. Minute, ein langgezogener Freistoß und diesmal ist es Kapitän Christopher Kettler, die Kugel titscht an den Pfosten, Ausgleich also bei den Alu-Treffern in dieser Partie. Und weiter, die Oberfranken am Drücker, nach einem weiten Einwurf kommt Marc Reischmann an den Ball, setzt ihn aber am langen Eck vorbei, wirklich 2 komplett unterschiedliche Halbzeiten in diesem Match. Die Entlastungsangriffe des VfB hatten absoluten Seltenheitswert, in der 90. Minute gab es aber einen, Joker Ferhat Nitay findet jedoch in Dellermann seinen Meister. Aber auch die Gäste hat noch was im Köcher. Wir sind in der Nachspielzeit. Kugel reingesteckt zu Björn Schönwiesner, der schießt allerdings hauchzart vorbei. Damit aber immer noch nicht Schluss. Ecke in der 4. Minute der Nachspielzeit. Der Kopfball von Popp wird dann auch von der Linie gekratzt. Es blieb also beim 0:0. Allerdings gab es dann noch ein Elfmeterschießen, bei dem ein Zusatzpunkt vergeben wurde. Für den Fall, dass am Ende in der Dreier-Tabelle nämlich 2 oder sogar alle 3 Teams gleich auf sind, entscheidet dieser dann über die Platzierung. Und den holten sich am Ende die Bamberger, die alle ihre Versuche verwandelten, während ausgerechnet Schraufstetter den letzten Eichstätter Elfer verschoss. Denk mal, gerechtes Unentschieden war es heute. Erste Halbzeit waren wir, fand ich, die klar bessere Mannschaft, müssen da 2:0 in Führung gehen, hatten einen Lattentreffer, haben gar nichts zugelassen, Bamberg auch nur mit langen Bällen operiert. Zweite Halbzeit war dann ein Bruch in unserem Spiel, da haben wir zu viele einfache Ballverluste gehabt, dadurch ist Bamberg auch ins Spiel gekommen. Ich glaube, die Jungs haben mir nicht ganz geglaubt, dass hier die Hektik, die hier aufkommen kann, wirklich das Spiel auch mit bestimmen kann. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen überrascht davon, was da auf uns zukommt. Und in der Halbzeit haben wir aber gesagt, wir müssen wieder zu uns finden, müssen wieder gute Energie reinbringen und diese Hektik vom Gegner ein bisschen rausnehmen, weil das einfach ihnen in die Karte spielt. Und ich glaube, zweite Halbzeit haben dann wir die besseren Chancen, die sie aber in der ersten Halbzeit hatten. Deswegen glaube ich, ist es auch okay, wenn man da ins Elfmeterschießen geht. Für beide ist nach diesem Remis also noch alles möglich. Mehr Druck hat jetzt allerdings schon der VfB Eichstätt, der am Freitag beim 3. im Bunde dem TSV Buchbach antritt. Dort ist Verlieren nämlich verboten, sonst ist die Chance auf einen der ersten beiden Plätze dahin und sie müssten auf die Würzburger Kickers hoffen. Wenn sich der Meister nämlich in den Aufstiegsspielen durchsetzt, erhält auch der Drittplatzierte im Nachhinein noch ein Regionalliga-Ticket.